Ganz andere Probleme haben viele Menschen in der Stadt, die sich ihren Einkauf im Supermarkt nicht mehr leisten können. Deswegen hat die Wiener Caritas am Gellertplatz in Favoriten eine weitere Lebensmittelausgabestelle eröffnet. Bereits die 15. ihrer Art. Diese Armut müsse gestoppt werden, so die Caritas, und fordert neben mehr Spenden auch eine Reform der Sozialhilfe, wie Franz Dürnsteiner berichtet. Sozialminister Johannes Rauch ist zur Eröffnung des 15. Leomarktes im Favoritner Waldkloster geladen. Er spricht mit Caritas-Helfern und Armutsbetroffenen, die mit ihrem Haushaltsbudget längst nicht mehr auskommen. Ich habe ihm gesagt, dass der Zins und die Heizkosten und das alles extrem teuer geworden ist. Ich möchte den Minister mal fragen, ob er sich vorstellen kann, von 1.000 Euro im Monat zu leben. Für 4,30 Euro kann man am Gellertplatz so viele Lebensmittel mitnehmen, wie man tragen kann. Zuvor müssen sich die Klienten aber online in der Ausgabestelle anmelden. Sie können dann unseren Marktstand abgehen, kriegen von all den Lebensmitteln, die wir haben, Mehl, Zucker, Nudeln, bis hin zu Obst, Gemüse und solchen Dingen, in einem Ausmaß von ca. 10 bis 13 Kilo. Mütter mit Kleinkindern, Mindestpensionisten, Arbeitssuchende, Flüchtlinge – alle sind über die Hilfe dankbar. Von Aktionen abgesehen können sich diese Menschen einen normalen Einkauf im Supermarkt kaum noch leisten. Wir können nicht leben in der Straße, wir müssen nehmen so. Wann kann man bezahlen die Wohnung und andere alles? Alles ist teuer, kann man nichts machen und so ist es. Alles sehr schön, danke, danke. Gemüse, Brot, Obst, Zucker. Verschiedene Sachen. Ich komme aus der Ukraine. Für mich das ist gut. Dann habe ich mir gedacht, was kann ich tun? Und ich kann meine Zeit hergeben und herkommen, freundlich sein, ein Lächeln geben und das Gemüse, das wir gespendet kriegen, hergeben. Und das tue ich sehr gern. Insgesamt geht es einfach darum, strukturelle Armut, die wir haben, auch zu vermeiden, Unterstützungszahlungen entsprechend anzupassen. Jetzt die Pensionen werden heuer um 9,7% erhöht. Angesichts der Teuerung fordert die Caritas eine Reform der Sozialhilfe. Dass sie wieder zu einer echten bedarfsorientierten Mindestsicherung wird, die Menschen wirklich vor Armut schützt und unser Land auch ein Stück weit krisenfest und armutsfest macht. Wegen der steigenden Nachfrage benötigen die Ausgabestellen der Caritas noch mehr Lebensmittel und Geldspenden. Der neue Leomarkt am Gellertplatz soll künftig 3 Tage die Woche öffnen. Deshalb sind weitere freiwillige Helfer willkommen.